Ja, ein herzliches Willkommen zu dieser Practice for Tax Law Infoveranstaltung zur allerersten Auflage. Es freut mich sehr, dass so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich zugeschaltet haben. Ich glaube, das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es durchaus Interesse für das Steuerrecht und für die Wirtschaftsprüfung gibt und in weiterer Folge auch Interesse für ein Praktikum bei Leitner Leitner. An dieser Stelle sehr herzliches Dankeschön an Leitner Leitner und an den Professor Bieber, dass das so unkompliziert funktioniert hat. Und auch danke an meinen Kollegen von der ÖH Vius, an den Maximilian Mauhardt. Und ich habe natürlich vergessen, mich selbst vorzustellen. Ist eh ganz klar. Mein Name ist Anja Federschmidt. Ich bin die Vorsitzende von der ÖH Jus. Und ja, darf ich alle sehr herzlich willkommen heißen zu diesem Info-Event. Bei ÖH Jus Vius ist es uns ein großes Anliegen, dass wir versuchen, die Praxis in die Theorie hineinzubringen bzw. zu verknüpfen. Es ist leider nicht immer so einfach, weil das Studium ja sehr theoretisches ist. Und darum freut es uns, dass da auch so ein großer Anklang heute bei dieser Veranstaltung ist. Ich darf nur kurz, bevor wir medias in res gehen, um die Grußworte von meinem Kollegen, von Maximilian Mauhardt, bitten. Danke, Anja. Also ich kann mich grundsätzlich der Anja nur anschließen. Ich bin selber sehr froh, dass wir in Zusammenarbeit mit Leitner Leitner nun auch für angehende Steuerjuristinnen und Juristen eine Möglichkeit bieten können, dass wir eben mit einer renommierten Steuerberatungskanzlei den Studierenden ein Praktikum vermitteln können. Und auch ein großes Danke von meiner Seite an Leitner Leitner und auch dem Institut für Finanzrecht, Steuerrecht und Steuerpolitik von der ÖH Vius, dass sie auf uns zugegangen sind. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit und ich darf das Wort an Professor Giel übergeben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch vielen herzlichen Dank auch für die Einleitung und die freundlichen Worte und auch für die Organisation. Ich darf ein paar Worte vor allem zum Studium an sich verlieren, beziehungsweise bevor es dann für Sie vielleicht auch zu den interessanten Teilen der Praxis geht und der Praktikermöglichkeiten, vielleicht kurz skizzieren, welche Möglichkeiten es hier gibt, sich zu vertiefen, beziehungsweise auch die schon angesprochenen theoretischen Kenntnisse zu erwerben. Das ist einerseits einmal im Diplomstudium die Grundausbildung, wenn Sie so wollen, die Sie alle durchlaufen, im Rahmen einer Fachprüfung Steuerrecht, wo man halt sozusagen die Grundzüge des Steuerrechts abdeckt. Ich möchte Sie aber wirklich dazu einladen, auch sich die vielfältigen Vertiefungsmöglichkeiten anzusehen, die dann insbesondere auch Sinn machen, wenn Sie sich ein Praktikum in diesem Bereich vorstellen können, weil Sie dann eben das, was Sie theoretisch lernen, auch praktisch verproben können, beziehungsweise hier sehr gute Synergieeffekte haben können. Und da erscheint mir insbesondere auch einmal der Hinweis auf das Bachelorstudium Wirtschaftsrecht wichtig, wo Sie schon tiefer in die steuerrechtlichen Materien einsteigen können. Ich möchte Sie auch einladen, auch im Namen von Professor Dumpel, den Blick auf die sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Fakultät zu werfen, wo es insbesondere im Masterstudium Finance und Accounting vielfältige betriebswirtschaftliche Spezialisierungsmöglichkeiten gibt. Und dann, wenn Sie sozusagen für sich das Berufsbild schon relativ konkretisiert haben, auch auf unseren Steuerrechtsmaster, Steuerrecht und Steuermanagement hinweisen. Wir haben hier sehr gute Betreuungsverhältnisse und Sie können sich hier in die gesamte Palette des Steuerrechts vertiefen, sei es von internationalem Steuerrecht über Mergers and Acquisitions, über Verbrauchsteuerrecht bis hin zum Finanzstrafrecht. Das heißt, hier können Sie dann entsprechend auch parallel zu dem vielleicht schon, wo Sie sich in der Praxis im Steuerrecht sehen, vertiefen. Und ja, ich glaube, dass die Berufsmöglichkeiten und Karrierespektren sehr vielfältig und sehr gut sind, aber da sind andere Berufe, Ihnen da besser Auskunft zu geben. Ich bedanke mich, dass ich Ihnen das hier kurz skizzieren habe dürfen und bei Rückfragen bitte jederzeit gerne melden und darf dann auch sozusagen überleiten auf den Praxisteil. Vielen Dank.
Ja, dann darf ich Sie auch recht herzlich begrüßen zu der heutigen Veranstaltung und mich vorab einmal sehr herzlich bedanken bei der ÖH und beim Thomas Bieber, damit dass wir die Möglichkeit bekommen haben, uns da zu präsentieren und auch da aus der Praxis einmal das Steuerrecht und die steuerrechtlichen Gebiete Ihnen näher zu bringen. Vielleicht vorweg, mein Name ist Lothar Ecker, ich bin Steuerberater und in Linz für den KMU-Bereich zuständig, aber auch zusätzlich für den HR-Bereich. Daher ist mir heute eine Freude, sozusagen unser Unternehmen einmal grundsätzlich vorzustellen. Wir werden zuerst eine kleine Unternehmenspräsentation machen und dann im Anschluss den HR-Bereich noch vorstellen, wie wir das gestalten können, dass sie sich bei uns bewerben und dass wir Praktika in den unterschiedlichen Gebieten anbieten. Und zum Abschluss haben wir dann noch auch einen in Alexander Lehner sozusagen in unserer Runde dabei, der Ihnen auch, er hat Jus studiert an der JKU und kann Ihnen dann auch für Fragen natürlich nur zur Verfügung stehen. Dann können wir das alles diskutieren, wie das bei uns abläuft. Vielleicht nur kurz zur Info. Ich habe auch begonnen mit einem Praktikum bei Leitner und Leitner und das vor 23 Jahren und sozusagen schon ein langer Weg und so, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Daher freut es mich, dass wir mit der Uni was machen können, weil das ist natürlich für uns wichtig, dass wir kluge Köpfe von der Uni bekommen und neue Mitarbeiter und für uns begeistern für unsere Tätigkeit. Vielleicht Susanne, kannst du starten mit unserer Präsentation? So. Vielleicht haben wir ja die gleich auf die nächste Seite springen. Du kannst. Ja, das macht er gerade nicht. Kleinen Moment. Okay. So. Ich kann ja schon mal ein bisschen beginnen. Ich möchte Ihnen ein bisschen Leitner die Landkarte vorstellen. So, jetzt hat es funktioniert. Wir haben, das ist so schnell. Ah, jetzt macht das automatisch. So schnell kann ich dann doch nicht reden. Wir haben, unser Unternehmen ist gegründet worden 1959 in Linz. Das ist auch der größte Standort. Da haben wir mittlerweile knapp 300 Mitarbeiter. Wir haben in Summe in Österreich knapp 500 Mitarbeiter. Der nächstgrößere Standort und auch der zweitälteste ist Wien. 1994 haben wir nach Wien expandiert. Da haben wir 130 Mitarbeiter. Und dann ist ein Office in Salzburg dazugekommen, 2004. Da haben wir 45 Mitarbeiter. Und dann sozusagen mit diesen drei Standorten haben wir mal längere Zeit gearbeitet, bis wir uns dann im Jahr 2018 entschieden haben, die Landkarte in Österreich ein bisschen zu vergrößern und sind nach Graz expandiert und haben dort mittlerweile 10 Mitarbeiter und trotz der Corona-Zeit im letzten Jahr haben wir zwei neue Standorte eröffnet, in Ried und in Innsbruck und da sind wir natürlich auch dabei, neue Mitarbeiter zu bekommen und da haben wir jeweils jetzt 5 Mitarbeiter. Vielleicht dazu, das sind unsere Standorte in Österreich. Wir sind auch in den CE-Ländern jeweils mit Standorten vertreten, also Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, ja, ich glaube, ich habe jetzt hoffentlich nichts vergessen von unseren CI-Standorten, sozusagen, das decken wir alles ab. Da können wir unsere Klienten, insbesondere im Zeitpunkt der Ostöffnung, sind wir sozusagen mit unseren Klienten mitgegangen und können das gesamte CI-Gebiet da jetzt steuerrechtlich abdecken. Ja, wenn wir vielleicht weitergehen, uns ist immer sozusagen wichtig, dass unsere Mitarbeiter gut ausgebildet sind, dass wir auch uns weiterentwickeln und da sozusagen am Puls der Zeit bleiben und da auch ein bisschen das Recht mit entwickeln und immer diskutieren und daher sind wir auch in diversen
Gruppen vertreten. Wir sind Mitglied beim VAT Experts Group in der Europäischen Union zum Beispiel. Im Kammer der Wirtschaftstreuhänder sind wir vertreten, so dass wir da immer einen Kontakt zur Praxis und Gesetzesentwicklung sozusagen haben. Zusätzlich haben wir auch Kooperationen mit der Universität. Auch der Markus Achatz, den Sie vermutlich alle kennen, ist Universitätsprofessor, er ist Partner bei uns und jetzt Verfassungsrichter. Wir sind bei Veranstaltungen, wo wir auch auf der Uni vortragen und da gemeinsam sowas machen, damit wir immer da den Austausch haben und immer da quasi unser Know-how weitertreiben, auch Bücher, Publikationen, so dass wir wirklich, wir sagen, wir sind eigentlich da die Vorreiter im Steuerrecht. Wenn wir uns die Kundenstruktur ansehen, dann betreuen wir, sage ich einmal, die ganze Palette von Startups, KMU bis zu Konzernen, international tätigen Gesellschaften, Freiberufler, Körperschaften öffentlichen Recht, Private Clients, also alle Kundenklientel, die es gibt, die werden von uns betreut und die sind dann natürlich auch unterschiedlich aufgestellt von Spezialisierungen, wo wir dann die unterschiedlichen Kunden dann bedienen können. Vielleicht, ja genau. Wenn wir eingeteilt einmal in die Steuerberatung, das ist jetzt einmal alphabetisch sortiert, beginnen wir Finanzstrafrecht und Abgabenverfahren. Da kann ja dann der Alexander Lehner noch ein bisschen Näheres erzählen, weil das ist sein Schwerpunkt. Zum Finanzstrafrecht muss ich sagen, ich bin froh, dass wir es im Unternehmen haben, muss aber gleich dazu sagen, ich bin auch froh, wenn ich nicht oft mit der Abteilung in Berührung komme, weil da gibt es oft Troubles, eben Finanzstrafverfahren und bei Betriebsprüfungen die Unterstützung, aber wir haben es natürlich gerne mit an Bord, wenn irgendwas ist, aber dort betreuen wir zum Teil auch natürlich nicht nur unsere Klienten, sondern auch leisten Unterstützung in Abgabenverfahren für andere Berater oder VWGH-Verfahren, die wir auch über diese Abteilung zum Beispiel abwickeln. Wir haben eigene Abteilung, Forschungsprämie, Förderberatung, da machen wir einiges. Internationales Steuerrecht, wo wir mit unseren internationalen Klienten internationale Umgründungen betreuen, zum Beispiel Verrechnungspreise, dann eine eigene Abteilung, Umsatzsteuer, Zoll, sozusagen. Wir können die gesamte Palette des Steuerrechts sozusagen abdecken und haben in jedem Gebiet Spezialisten, wo man sie wirklich vertiefen kann und da für unsere Klienten immer das beste Know-how sozusagen anbieten, weil wir sehr teamübergreifend und standortübergreifend auch zusammenarbeiten und da schauen, wo können wir uns das beste Know-how holen. Weiters Wirtschaftsprüfung, die Auditabteilung, machen wir sozusagen Abschlussprüfungen, gesellschaftsrechtliche Sonderprüfungen, sozusagen dieser Schwerpunkt und in den letzten Jahren immer stärker werdend das Financial Advisory Service. Dort betreuen wir insbesondere Due Diligence, also Unternehmens beim Unternehmenskauf oder Verkauf sind wir dabei, schauen uns die Unternehmen an oder bereiten die Unternehmen vor und begleiten sie im Zuge von Verkäufen. Unternehmensbewertungen werden dort gemacht, aber zum Beispiel auch Forensic Accounting, dass man so ansieht, wenn es irgendwo Unterschlagungen und dergleichen gibt, dass man sich das Rechnungswesen da näher durchleuchtet und da auf derartige Sachen sozusagen draufkommt und die Unternehmen da, auch große Konzerne da unterstützt dabei. Ja, Immobilien-Quick-Checks, wir sozusagen da in diese Richtung sind wir auch breit aufgestellt. Dann meinen Bereich, den sozusagen ich verantworte, die KMU-Abteilung, zwei Schwerpunkte. Einerseits einmal das Accounting-Service, da ist alles Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen. Wir betreuen sozusagen das Rechnungswesen vom Mandanten.
einerseits, der sozusagen zu uns ausgelagert hat, aber auch gehen wir vor Ort, wenn dort sozusagen Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen oder wechseln oder der sagt, naja, ich möchte das Rechnungswesen eigentlich bei sich haben, dann können das Leute von uns direkt vor Ort machen oder auch bei uns im Haus, weil alles viel digital geht, sind wir da natürlich sehr, sehr flexibel. Zweite große Abteilung in der KMU sind die HR-Services, Personalverrechnung, auch sozusagen das Outgesourced hat in den letzten Jahren sehr spezialisiert von der Rechtslage und das ist da sehr schwierig zum Teil für die Klienten das selbst zu machen. Daher wird der Bereich immer mehr ausgelagert, sind wir sehr stark gewachsen. Und da habe ich auch schon die erste Anknüpfung, sozusagen nicht nur die Personalverrechnung, sondern natürlich auch Betreuung bei den Dienstverträgen, Beratung, Lohn- und Sozialversicherungsrecht und über diese Zusammenarbeit, was beim Personal sind natürlich viele rechtliche Dinge, Arbeitsrecht zu beachten und da haben wir eine Kooperation mit unseren Rechtsanwälten Leitner Law, die alle Aspekte sozusagen auch von rechtlicher Seite abdecken, die wir in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung benötigen. Also insbesondere Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, wo man Unternehmensgründungen, Umstrukturierungen, Einbringungen, Spaltungen machen. Immobilienrecht, natürlich Immobilienerwerbe oder Mietverträge. Ja, dieser gesellschaftsrechtliche Part und zusätzlich aber auch über Stiftungsrecht und Unternehmensnachfolge, Testamente, Vorsorgevollmachten, da auch die Klienten unterstützen, sodass wir, und das ist sicher eine unserer Stärken, als One-Stop-Shop auftreten können gegenüber dem Klienten, was sehr geschätzt wird, der einen Ansprechpartner hat, aber da vom rechtlichen, finanziellen, steuerlichen die Infos aus einer Hand bekommt und so wirklich bestmöglich betreut wird. Und das, muss ich auch sagen, ist auch für uns natürlich immer interessant, weil man viel dazulernt von den angrenzenden Materien und da wirklich einen Spaß macht, dass man sich da immer weiterentwickelt und über das Steuerrecht dann hinausgehend wirklich mit dem Unternehmer da auf Augenhöhe diskutiert und da alle Bereiche sozusagen ihn begleitet und durch alle Hochs und Tiefs geht und mit dem Unternehmer dann mitlebt. Ja, das wär's, glaube ich, einmal von meiner Seite zur Unternehmensvorstellung. Wir können dann im Anschluss, wenn Sie Fragen haben, können wir noch gerne dann noch diskutieren und Sie Fragen stellen. Und sonst würde ich mal an die Susanne weitergeben, die das vorstellt, welche Möglichkeiten sich bei uns bieten oder was für Sie möglich ist bei uns. Genau. Von mir auch herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Mein Name ist Susanne Wagner. Ich darf den Bereich HR bei Leitner leiten und im HR-Team sind wir für alles verantwortlich, was die Personalagenten betrifft und das startet eben vom Recruiting bis dann auch zur Personalbetreuung, wenn die Kollegen dann bei uns sind. Und ich möchte Ihnen einen ganz kurzen Einblick geben, was denn das Besondere von Leitner auch als Arbeitgeber ist, also was unsere Mitarbeiter so an uns auch schätzen. Das ist zum einen, ich habe Ihnen drei Bereiche mitgebracht, dass wir sehr flexible und individuelle Arbeitszeitmodelle haben. Also wir haben sehr viele Kollegen, die in Teilzeit bei uns tätig sind, aber auch Vollzeit. Wir leben wirklich Gleitzeit, also je nachdem, ob Sie eher der Frühaufsteher sind oder ob Sie eher um 8, 8.30 Uhr beginnen möchten. Das ist bei uns sehr variabel gestaltbar. Wir hatten vor Corona schon einige Kollegen, die im Homeoffice tätig waren, jetzt natürlich verstärkt. Wir merken aber auch, dass immer mehr Kollegen jetzt auch wieder unter den Auflagen zurückkommen wollen. Also wir sind da grundsätzlich sehr flexibel und schauen, wo steht auch der Mitarbeiter im Leben und wie kann er das bestmöglich auch vereinen.
relativ spannend ist, vor allem für die jungen Kollegen, die sich auf die Steuerberaterprüfung oder auf die Wirtschaftsprüfung vorbereiten, ist, dass man ein gewisses Stundenkontingent sammeln kann und sich dann auch auf die Prüfungen vorbereiten kann. Was zeichnet uns noch aus als Arbeitgeber, ist wirklich die bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Also der Herr Ecker hat es erzählt, wir haben unterschiedliche Standorte, arbeiten aber trotzdem österreichweit beziehungsweise auch international mit den CII-Standorten sehr eng auch zusammen. Was ist uns in der Ausbildung unserer Mitarbeiter auch sehr wichtig, ist, dass sehr früh auch der Kontakt mit den Klienten und Mandanten stattfindet, dass man das ganze theoretische Wissen, das die sich jetzt auch an der Uni aneignen und dann auch im Verfahren, dann wirklich in der Praxis umsetzen können. Wir sind, und das leben wir auch sehr stark, ein Familienunternehmen und deswegen ist es uns auch wichtig, diese sogenannte Work-Life-Balance bestmöglich zu integrieren. Und in Linz zum Beispiel haben wir eine eigene Inhouse-Kinderbetreuung, wo dann wirklich unsere Kolleginnen und Kollegen ihre Kinder auch in die Tagesstätte bringen können. Und im Sommer organisieren wir eigentlich jedes Jahr auch eine Ferienbetreuung, weil die Sommerferien sind dann doch relativ lang und dann ist es ganz gut zu wissen, wie man die Kinder da auch bestmöglich betreuen kann. Wir haben Ihnen mal so einen idealtypischen Verlauf mitgebracht, wie so eine Karrieregestaltung bei Leitner Leitner auch aussehen kann. Der Ecker hat es erwähnt, sozusagen er hat auch vor einiger Zeit mal als Praktikant angefangen und ist jetzt als Partner in Linz tätig. Es gibt natürlich unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten. Also wir freuen uns natürlich auch, wenn Berufsanwärter direkt bei uns einsteigen, aber oft ist es wirklich so, dass uns die Kandidaten schon durch ein Praktikum kennengelernt haben. Der Ablauf des Praktikums komme ich dann noch näher drauf ein, also gehe ich dann noch näher drauf ein. Es ist jetzt so, dass viele zu uns während einem Praktikum kommen, danach das Studium absolvieren oder auch parallel zum Studium dann als Berufsanwärter bei uns, als Junior und dann später als Senior aufsteigen. Dann findet bei den meisten dann die Fachprüfung zum Steuerberater beziehungsweise auch zum Wirtschaftsprüfer dann später statt. Und dann wäre eben der klassische Weg über eine Managerposition. Das heißt, man dann schon auch für Mitarbeiter verantwortlich ist, eigene Klienten und Mandanten betreut. Dann wäre der nächste Step eben zum Director. Das ist dann nochmal mehr Verantwortungsbereich und dann letztendlich zum Partner. Sie sehen, wir haben jetzt schon eine sehr flache Hierarchie für die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung und das zeichnet uns auch so ein bisschen aus der Nähe zum direkten Partner. Also da ist wirklich auch so eine Open-Door-Policy, die wir wirklich leben. Vielleicht ganz kurz, in welchen Bereichen wir Praktikanten suchen. Also es sind eigentlich die Bereiche, die der Herr Ecker vorhin in der Unternehmenspräsentation auch schon vorgestellt hat. Wir suchen in der Steuerberatung und da in den ganz unterschiedlichen Bereichen, also sowohl im KMU-Bereich, aber auch in der internationalen Steuerberatung Praktikanten. In der Wirtschaftsprüfung haben wir immer wieder mal Praktikanten und auch sehr stark im Financial Advisory Service. Also wirklich querbeet, wo auch Ihr Interesse liegt, haben wir eigentlich meistens auch ein Praktikum zu vergeben. Sie sehen hier schon eine E-Mail-Adresse. Sie finden im Nachgang an die Präsentation all unsere Kontaktdaten. Also Sie können uns auch direkt kontaktieren, uns anrufen, eine E-Mail schreiben. Wir sind da relativ unkompliziert. Vielleicht ergeben sich auch noch Fragen, die Sie dann gerne mit uns direkt besprechen wollen. Das können Sie natürlich jederzeit gerne machen. Was wir auch angeführt haben, um Ihnen so ein bisschen zu zeigen, wie relevant das Thema Praktikanten auch bei uns ist. Wir haben dieses Jahr das erste Mal bei der Great Place to bei Place to Perform, bei der Praktikantenumfrage teilgenommen und da den 5. Platz gemacht und sind da sehr stolz drauf, weil wir eben jedes Jahr sehr viele Praktikanten auch einen Einblick geben in unser Unternehmen und haben da gewisse Learnings für uns auch gezogen, was wir schon sehr, sehr gut machen, wo wir aber auch noch näher sozusagen auf ihre Bedürfnisse im Praktikum eingehen. Wie sieht ein Praktikum bei Leitner Leitner aus? Grundsätzlich sind wir auch hier sehr flexibel. Also wir haben Praktikanten, die für einen Monat bei uns sind, die so ein klassisches Sommerpraktikum machen. Wir haben aber auch in manchen Bereichen Praktikanten, die uns 6 Monate begleiten. Wir sind voll und in Teilzeit möglich. Und wir haben jetzt kein konkretes Startdatum, dass alle Praktikanten mit
1. August oder so jedes Jahr starten, sondern es ist auch unterjährig möglich. All das, was wir versuchen, unseren Mitarbeitern zu ermöglichen, dass man eben sehr schnell und sehr früh auch schon in den Austausch geht, möchten wir auch den Praktikanten bieten, dass sie da wirklich möglichst einen umfangreichen Einblick auch in die Teamarbeit bekommen. Also was wird da auch sozusagen an Klientenarbeit betreut, damit sie wirklich ein umfassendes Bild sich auch machen können. Was wir aber auch wissen, ist es extrem wichtig, auch wenn es ein großes Team ist und man hat viele Ansprechpersonen, dass einer sich so ein bisschen auch als Hauptansprechpartner herausstellt, auf den man dann auch zugehen kann, wenn man dann wirklich mal fragen kann. Was wir Ihnen auch noch so ein bisschen zeigen wollen, was für uns sehr, sehr wichtig ist, ist, was bieten wir denn sonst noch unseren Mitarbeitern an? Jetzt haben Sie hier eine Auflistung unserer Benefits und Sie sehen, als erstes nennen wir die Mitarbeiter-Events und die sind für Leitner Leitner wirklich sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist natürlich so ein Jahr mit Corona, wo sehr viel nur reduziert möglich ist, beziehungsweise gar nicht, sehr bitter und sehr schade für uns, weil wir eigentlich sehr gerne standortübergreifend, aber auch an den einzelnen Standorten mit unseren Mitarbeitern zusammenkommen und auch einfach feiern gemeinsam. Und das auch, wo dann die Familie da ist, in Wien zum Beispiel gibt es ein Osterfest, wo dann die ganze Familie eingeladen ist. In Linz gibt es ein Punsch trinken. Es gibt jedes Jahr eine sehr, sehr große Weihnachtsfeier, die auch standortübergreifend ist, im letzten Jahr jetzt leider nicht. Wir hoffen, dass es bald wieder möglich ist. Und was auch, ich würde jetzt fast sagen, legendär ist, ist, dass alle 2 Jahre ein Betriebsausflug für ein Wochenende stattfindet, wo man unterschiedliche Stadt dann auch fährt, meistens in Österreich. Also Sie sehen, die Feste und Events, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Kultur bei Leitner Leitner. Aber wir haben natürlich auch noch weitere Benefits, die unsere Mitarbeiter sehr zu schätzen. Jetzt haben wir da sehr theoretisch Ihnen so ein bisschen einen Einblick gegeben, wie es bei uns alles ist, aber es ist, glaube ich, ganz spannend, das mal aus direkt erster Hand auch zu erfahren. Deswegen haben wir den Alexander Lehner gebeten, heute auch teilzunehmen. Und vielleicht, Alexander, kannst du dich ganz kurz vorstellen und auch so ein bisschen einen Einblick geben, wie denn dein Start als Berufslehrer bei uns war? Ja, gerne. Also herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich darf jetzt am Schluss vor der Fragerunde nur meinen Einstieg bei Leitner Leitner kurz skizzieren. Also bei mir war das im Endeffekt so, ich habe Jus in Linz studiert, habe als Schwerpunkt den Schwerpunkt Unternehmensrecht gehabt und habe mir ehrlicherweise nie vorstellen können, dass ich irgendwas mit Steuerrecht zu tun habe. Also es war absolut nicht meine Priorität, dass ich irgendwie im Steuerrechtsbereich irgendwas mache. Wie bin ich dann dazu gekommen? Das ist eigentlich ganz, ganz interessant gewesen. Ich habe vom Professor Kofler die Möglichkeit bekommen, dass ich als Universitätsassistent beziehungsweise vorher nur als Studienassistent am Steuerrechtsinstitut arbeite und habe dann da in meinen letzten 1 bis 2 Semester eigentlich einen relativ guten Überblick über Steuerrecht bekommen und hat man dann mal wirklich überlegt, naja, eigentlich, vielleicht ist es doch gar nicht so uninteressant. War dann als Uni-Assistent 2 Jahre am Steuerrechtsinstitut und habe in dem Zusammenhang relativ eine breite Ausbildung genießen dürfen. Und ja, habe dann im Zuge meines Gerichtspraktikums entschieden, dass mir Steuerrecht doch irgendwie Spaß macht und ich in dem Bereich dann doch tätig werden möchte. Nachdem im Jus-Studium Strafrecht immer recht interessiert hat, war für mich irgendwie die Kombination zwischen Steuerrecht und Strafrecht ganz interessant. Und das ist auch der Grund, warum ich dann letztendlich im Bereich Finanzstrafrecht beworben habe bei Leitner Leitner und letztendlich dann auch in dieser Abteilung gelandet bin. Vielleicht allgemein kurz zu Leitner Leitner, was ist mein Eindruck? Es ist so, also es ist immer so natürlich, es werden immer Benefits vorgestellt, jedes Unternehmen hat welche. Ich kann aber sagen, dass das bei uns tatsächlich auch so gelebt wird und dass das ja schon sehr große Benefits sind, die wir auch wirklich haben. Also gerade die übergreifende Zusammenarbeit und mit den verschiedenen Standorten, auch wie die Susanne schon angesprochen hat, im Bereich von Weihnachtsfeiern, von Betriebsausflügen. Also das ist einfach ganz nett. Wir sind doch relativ viele Mitarbeiter, wie Lothar Ecke am Anfang schon
schon dargestellt hat. Und da sind natürlich gerade bei solchen Events, dann bietet es sich einfach an, dass man dann einen Austausch mit anderen Mitarbeitern hat. Und ja, das ist bei uns wirklich, wirklich sehr, sehr nett und macht die Arbeit dann trotzdem, ja, es macht mehr Spaß und es vereinfacht es auch, weil ich sage, gerade im Finanzstrafrecht bei uns ist es so, wir brauchen die ganzen steuerlichen Grundlagen. Wir brauchen Umsatzsteuer, wir brauchen Einkommensteuer, wir brauchen Körperschaftsteuer, wir brauchen wirklich alles. Und der Vorteil ist einfach der, man greift zum Telefon, wenn man irgendeine schwierige Frage hat, ruft in der Ust-Abteilung an und kriegt da relativ prompt dann eine entsprechende Auskunft. Und darum also gerade die übergreifende Zusammenarbeit ist sehr nett und auch wirklich, ja, wirklich macht das Ganze sehr, sehr effizient. Bei uns im Finanzstrafrecht, sage ich mal, das ist eher juristischer angehaucht. Das geht mehr in die Richtung von einem Rechtsanwalt. Also wir haben auch sehr viel Kontakt eben mit unserem Kooperationspartner Leitner Law, weil die, sage ich mal, auch einen Schwerpunkt haben, der sich im Wirtschaftsstrafrecht befindet. Und gerade in dem Zusammenhang hat man auch mit unserer Rechtsanwaltskanzlei, mit Leitner Law, sehr viel Kontakt und ja, hat auch sehr viel Fälle dann gemeinsam. Bei uns im Finanzstrafrecht ist es grundsätzlich so, wir vertreten Klienten, die nicht immer ganz so steuerehrlich sind, beziehungsweise haben trotzdem auch eine wichtige Aufgabe, nämlich, dass wir proaktiv schon tätig werden. Das heißt, wenn jetzt Mandanten zu uns kommen und ihre bisherigen Verfehlungen sanieren wollen, etwa mittels Selbstanzeige, dann sind wir für das zuständig. Es setzt aber unsere Tätigkeit auch schon ein bisschen früher ein, nämlich auch im Betriebsprüfungsbereich. Das heißt, auch das allgemeine Verfahrensrecht wird von uns abgedeckt. Also der Bereich ist gar nicht so klar, sondern ja, hat trotzdem einige Aspekte. Wir haben auch immer wieder Praktikanten bei uns auch in der Abteilung. Was machen die? Ja, natürlich die klassischen Rechercheaufgaben. Man schaut aber schon, dass man auch die Praktikanten schon am Mandat irgendwie ein bisschen einbezieht. Ich meine, ob das jetzt konkret die Teilnahme ist bei Klientenbesprechungen, das am Anfang natürlich eher nicht. Aber ich glaube, man kriegt da als Praktikant wirklich sehr viel mit vom ganzen Klientenkontakt. Wie geht man mit dem um? Also ich glaube, es ist nicht nur irgendwie die trockene Rechercheaufgabe bei uns, sondern es ist wirklich vielfältiger und allein das macht es aus meiner Sicht auch immer wieder interessant. Generell ist es bei uns so, wie die Susanne schon gesagt hat, die Praktika ziehen sie von einem Monat bis einem halben Jahr. Natürlich umso länger, dass die Praktika sind, umso sinnvoller ist es aus meiner Sicht, weil man einfach, ja, selber mehr mitkriegt. Es kommt auch ganz darauf an, in welcher Abteilung das man ist und zu welchen Zeiten. Bei uns im Finanzstrafrecht ist so, dass Juli, August eher weniger los. Das heißt, wenn man sich bei uns bewirbt, ist es eher sinnvoller, dass man, sage jetzt einmal, vielleicht im Frühjahr oder eher im Herbst dann das Praktikum macht, weil man einfach dann mehr von den Fällen mitkriegt und für sich selber einfach mehr mitnehmen kann. Also das, sage ich mal, ist da vielleicht ganz entscheidend. Bei mir war es eher eben untypisch. Ich habe selbst kein Praktikum gemacht im Steuerrechtsbereich, habe eher nur bei Rechtsanwaltskanzleien Praktika gemacht. Ist im Nachhinein vielleicht nicht ganz ideal gewesen, weil man einfach trotzdem auch im Steuerbereich, wenn man mal ein Praktikum gemacht hat, schon ein bisschen mehr sagen kann, gefällt mir das, gefällt es mir nicht. Es gibt eben auch die Möglichkeit bei uns, dass man in den verschiedensten Bereichen ein Praktikum macht. Das heißt, man schaut sich an, vielleicht internationales Steuerrecht, KMU. Also das ist sehr vielfältig. Und gerade da, sage ich mal, hat man schon eine Möglichkeit, dass man vorab schon auch während dem Studium dann ein gewisses Gefühl kriegt, was ist eher was für mich, was ist eher nichts für mich und tut sich, sage ich mal, dann sicher nach dem Studium in dem Zusammenhang auch leichter. Und das, sage ich mal, misse ich schon ein bisschen, dass ich das nicht gemacht habe. Bei mir hat es im Endeffekt nicht so viel ausgemacht, weil Finanzstrafrecht sich im Nachhinein als das Richtige ausgestellt hat, aber ja, war wahrscheinlich auch kein Fehler gewesen, wenn man vorab vielleicht ein bisschen sich die verschiedensten Sachen angeschaut hätte. Ja, vielleicht ein Punkt noch. Wie ist das generell vom Einstieg? Nach einem Jurastudium ist es wahrscheinlich immer schwer im Steuerrecht, dass man sich da mal zurechtfindet, weil, ja, was hat man im Jurastudium Recht an Steuerrecht nicht recht viel? Man hat die Diplomprüfung und sonst vielleicht in einem Schwerpunkt noch was. Bei mir war es so, ich habe
ein normales naturwissenschaftliches Gymnasium gemacht. Das heißt, ich habe von Buchhaltung, Bilanzierung null Ahnung gehabt und habe da am Anfang, ja, hat man natürlich schwerer getan. Es ist aber bei uns, besteht die Möglichkeit, beziehungsweise wird es eigentlich fast jedem Mitarbeiter angeraten, der so eine Ausbildung in der Schule nicht genossen hat, dass er dann den Bilanzbuchhalter machen kann. Und ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also das war durchaus wichtig, weil man dann zumindest einmal gewisse Grundlagen hat, auf die man später dann zurückgreifen kann. Und ja, auch das macht es leichter. Und in dem Zusammenhang vielleicht nur der Hinweis, es ist generell so, dass bei Leitner-Leitner so interne Programme gibt, immer wieder zu verschiedensten Themen interne Vorträge erfolgen. Und auch das, sage ich mal, ist für mich ein Riesen-Benefit, den man nutzen kann, weil ja, man eignet sich da in den verschiedensten Bereichen trotzdem nur mehr zusätzliches Wissen an. Und das relativ unkompliziert im eigenen Unternehmen und bringt selbst auch was für die Steuerberaterprüfung, was man nachher dann irgendwann einmal machen wird. Und ja, auch vor dem Hintergrund, sage ich mal, ganz, ganz ein interessantes Ausbildungsprogramm, was vielleicht jetzt noch nicht aktuell für Praktikanten dann das Riesenthema sein wird. Aber wenn man sich vielleicht auch nach dem Praktikum dann entschließen sollte, dass man im Unternehmen dann als vielleicht als Berufsanwärter anfängt, also da schon als Vorgriff auch in dem Zusammenhang ganz, ganz geschickt eigentlich. Ja, ich glaube, das waren einmal die wichtigsten Sachen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte sehr gerne oder sonst da direkt einfach anrufen, schreiben. Ja, wie gesagt, jederzeit gerne und soweit von mir. Ja, dann würde ich mal mich bedanken bei zeitweise über 60 Teilnehmerinnen. Wir haben nicht mit so einem Ansturm gerechnet, weil erfahrungsgemäß weiß ich, dass das Steuerrecht gerade im Diplomstudium eher ein bisschen vernachlässigt wird, sage ich mal, und nicht ganz so ernst genommen wird, vielleicht von der einen oder von dem anderen. Aber ich glaube, die Resonanz zeigt, dass durchaus Interesse da ist und vielleicht hat sich ja jetzt für den einen oder für die andere irgendein anderer Bereich aufgetan, wo man gar nicht so richtig wusste, dass es existiert, beziehungsweise dass es bei Leitner-Leitner existiert. Nachdem jetzt immer nun keine Fragen aufgetaucht sind, würde ich das dann damit beenden. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit, fürs Zeitnehmen und nochmal an Leitner-Leitner herzliches Dankeschön. Ich glaube, es war eine sehr spannende Unternehmenspräsentation, auch für eher unwissende Personen oder vor allem für eher unwissende einmal zu sehen, was für cooles Unternehmen das eigentlich ist. Und dass das Steuerrecht nicht eintönig ist und sehr abwechslungsreich sein kann. Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, vielleicht wir sehen uns im nächsten Semester wieder mal präsent an der Uni. Würde mich freuen, wenn wir wieder mal persönliche Kontakte gemeinsam haben und wünsche euch in diesem Sinne alles Gute fürs nächste Semester. Und ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wir sind als ÖH Just natürlich auch jederzeit für euch erreichbar, einfach auf Facebook oder Instagram oder per E-Mail, ganz egal. Und verbleibe jetzt damit, wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis hoffentlich bald.